Kann's losgehen? Ich glaube schon. Jetzt oder nie. Geht's? Hi, ich bin Neve und das ist mein Kumpel Max. Schon in der letzten Staffel sind wir quer durch die USA gereist, um Online-Beziehungen auf den Zahn zu fühlen. Wenn du bereit bist, können wir uns treffen. Absolut. In dieser Zeit haben wir so einige Überraschungen erlebt. Leute, guck mal. Wir haben Menschen zusammengebracht. Es ist toll. Und konnten sogar ein paar gebrochene Herzen kitten. Ich stehe jetzt jeden Morgen glücklich auf. Catfishing. Durch falsche Identitäten mit echten Menschen eine ernsthafte Online-Beziehung anzufangen. Model, Schönheitskönigin. Ist plötzlich das Thema bei vielen Leuten. Hier steht, in wen habe ich mich wirklich verliebt? Also sind Max und ich wieder losgezogen. Es gibt viel zu tun. Denn manche Geschichten klangen zu schön, um wahr zu sein. Ich stehe vor Dereks Haus. Oder zu irre, um erfunden zu sein. Jemand hat ihn aus dem Auto gezerrt und überfahren. Das gibt's doch nicht. Hat die Liebe eine Chance? Oder platzt am Ende eine fiese Bombe? Max und ich gehen den Dingen gnadenlos auf den Grund. Denn manchmal kann eine kleine Lüge, das nenne ich Überraschung, eine ganz neue Realität schaffen. Alles wird anders. Fertig? Los. Catfish, der Film, war meine Story. Catfish, die Serie, ist eure. Wie findest du die hier? Super. Meinst du echt? Klar. Sind die bequem? Ziemlich sogar. Danke. Wie findest du das? Ich hasse es, wenn jemand mir auf neue Schuhe tritt. Hör mal zu. Ja. Hier ist von einem gewissen Anthony eine Mail. Er schreibt, hey Neve, ich bin 27 und ein Kriegsveteran aus Houston in Texas. Vor 4 Jahren wurde ich im Gefecht im Irak verwundet. Seit letztem Jahr habe ich eine Online-Beziehung mit Mark, den ich auf Facebook kennengelernt habe. Wir sind seit 7 Monaten zusammen, aber ich kenne ihn schon über ein Jahr. Erst hat mich nur sein Äußeres angezogen. Aber seit wir jeden Tag telefonieren, bin ich auch von seinem Charakter angetan. Er gab mir das Gefühl, dass ich ihm alles anvertrauen kann. Und so konnte ich mit Mark über fast alles reden. Er ist sehr gefühlvoll, im Gegensatz zu vielen anderen Männern. Aber irgendwann haben mich seine Fotos stutzig gemacht. Ich wollte schon öfter mit ihm skypen, aber er hat immer eine Ausrede. Letztes Jahr waren wir an Thanksgiving in Mississippi verabredet, aber er ist nicht aufgetaucht. Im nächsten Telefonat meinte er, dass sein Auto geklaut und er angefahren wurde. Ich glaube, Mark gibt vor, jemand zu sein, der er nicht ist. Aber ich liebe ihn. Ich halte das nicht mehr aus und will die Wahrheit wissen. Kannst du mir helfen? Liebe Grüße, Anthony. Wow. Das Problem ist, er hat sich schon damit abgefunden, dass der Typ, in den er verliebt ist, ihn anlügt. Aber er liebt ihn. Genau. Wir rufen ihn an. Das interessiert mich. Hey, was geht ab? Anthony, wie geht's? Wir haben deine Mail gelesen und wollen mit dir sprechen, weil wir eine Menge Fragen haben. Was gefällt dir an Mark? Wann hast du dich verliebt? Ich habe öfter seine Facebook-Posts gesehen. Und die klangen meist ziemlich depri, das hat mich neugierig gemacht. Irgendwann habe ich ihn dann angeschrieben und gefragt, was los ist. Lag das daran, dass du ähnliche Gefühle hattest? Genau. Durch eine Explosion waren mein Becken, meine Knie, ein Oberschenkel und ein Knöchel gebrochen. Und ich hatte ein Schädel-Hirntrauma. Wie geht's dir jetzt? Ich habe manchmal Depressionen. Als ich aus dem Irak zurückkam, konnte ich nicht laufen. Und hatte niemanden zum Reden. Ich ging auf niemanden zu und keiner kam zu mir. Das hat uns verbunden. Bei Mark kann ich so sein, wie ich bin. Ich kann ihm alles erzählen und ihm geht's genauso. So eine enge Beziehung hatte ich noch mit keinem anderen Menschen. Wann ist dir klar geworden, dass Mark vorgibt, jemand anderes zu sein? Das erste Mal hatte ich den Verdacht, als wir uns an Thanksgiving treffen wollten und ich extra nach Mississippi geflogen bin. Ich habe 2 Stunden in einem Restaurant auf ihn gewartet und er ist nicht aufgetaucht.
Er ging nicht ans Telefon und hat auch sonst auf nichts reagiert. Einen Tag später hat er dann angerufen und gesagt, dass jemand sein Auto geklaut und ihn damit angefahren hätte. Und dass sein Bein und sein Arm gebrochen wären. Ich wusste sofort, dass er mich anlügt. Aber du liebst ihn trotzdem. Ja, ob er lügt oder nicht, das ändert überhaupt nichts an meinen Gefühlen. Ich finde eure Beziehung wirklich faszinierend. Wenn wir irgendwie helfen können, das aufzuklären, dann würde ich das gerne tun. Danke. Okay, bis bald. Er ist clever und durchschaut, was läuft. Ja, aber er hofft auf einen guten Grund für all das. Er fragt sich, warum. Und er will Mark sehen, um endlich verstehen zu können, warum er ihn anlügt. Also los, auf nach Texas, wo alles größer ist. Genau. Los, kommt! Good morning, Houston, Texas. Anthonys Fall ist nicht wie die anderen Fälle in dieser Serie. Er weiß, dass dieser Typ ihm etwas verheimlicht, aber er weiß nicht was. Trotzdem hält er zu ihm und hofft, dass es dafür eine gute Erklärung gibt. Ich schätze, das könnte ziemlich übel für ihn ausgehen. Wir sind da. Hi, Anthony. Wie geht's? Freut mich. Können wir reinkommen? Klar. Kommt rein, Leute. Schöne Wohnung. Hier sind eine Menge Fotos. Das bist offensichtlich du als Soldat. Ja, da habe ich mein Purple Heart bekommen. Halt mal drauf. Und, trägst du es, wenn du abends um die Häuser ziehst? Ja, ich steck's an die Mütze. Ich lag mit meinen Verletzungen fast 3 Monate im Krankenhaus. Ich habe meine Familie weggestoßen und alle, die mich an mein Schicksal erinnern. Der Einzige, mit dem ich über meine Gefühle reden kann, ist Mark. Ich erzähle ihm alles, Gutes, Schlechtes, einfach alles. Ich liebe ihn total und ich will mit ihm zusammen sein. Das ist Mark. Der Mark, den du kennst. Er sieht ziemlich gut aus. Aber er hat ein Foto geschickt, das mich stutzig gemacht hat. Der in der Mitte ist Mark? Ja. Und der rechts? Der heißt Robert. Alles klar. Er wohnt hier in Houston und ich kenne ihn. Ich habe Mark gefragt, woher er Robert kennt und er meinte, dass sie vor längerer Zeit mal gequatscht hätten. Dann habe ich Robert gefragt, ob er den Typen auf dem Bild kennt. Und er antwortete, das ist Joshua. Also habe ich Joshua gesucht. Ja. Der hier. Alias Heartthrob. Dieser Typ hat also die gleichen Fotos wie Mark. Hast du Mark mal gefragt, wer dieser Typ ist? Ja. Er meinte, die Seite wäre fake. Und er wurde sauer und hat mich angeschrien. Die Sache ist noch nicht geklärt, aber ich erwähne sie nicht mehr, weil das ein heikles Thema ist. Überleg doch mal. Könnte es sein, dass Robert dich wegen Joshua anlügt und dass er ihn in Wirklichkeit kennt? Es könnte schon sein, dass er mich angelogen hat. Denn Robert mag mich nicht. Aber deine Message war nett. Das schon. Aber er hat mir sehr direkt gesagt, dass er mich nicht mag. Was ist mit dem geklauten Auto? Zeig doch mal, was hast du dazu? Er hat mir dieses Foto geschickt. Das ist eine weiße Hand. Diese Person ist alt und weiß. Definitiv. Ja, das habe ich auch gedacht. Er meinte, die Hand sieht so aus, weil sie geschwollen ist. Wenn ich mit ihm telefoniere, sagt er, ja, ich lüge oft, weil mich viele Dinge stören. Aber er besteht darauf, dass er derjenige auf den Fotos ist. Obwohl ich meine Zweifel habe, glaube ich ihm. Er ist mir wichtig, sehr wichtig. Deshalb gebe ich nicht so schnell auf. Ich muss mich mit ihm treffen, unbedingt. Wir klären das auf. Wir sollten gehen und anfangen zu recherchieren. Mal sehen, was wir herausfinden. Ich weiß, das ist eine verrückte Situation. Ja. Aber denk immer dran, dass wir hier sind, um Antworten auf deine Fragen zu finden. Damit du weißt, wo du stehst. Klar. Danke. Ich habe es so satt. Ich weiß nicht, was ich noch glauben soll. Er weint.
Seht mal nach ihm. Ich halte diese Scheiße nicht aus. Hey Anthony, können wir kurz reden? Was ist los? Was bedrückt dich? Ich habe es so satt, dass dieser Typ mich ständig anlügt. Das kotzt mich so an. Er lügt. Ich habe es echt so satt. Ich bin einfach nicht diese Art Mensch, die man manipulieren und der man was vom Pferd erzählen kann. Ich bin nicht so ein verblödetes Arschloch. Das bin ich einfach nicht. Meine Mutter hat mich viel besser erzogen. Ich ertrage diese Scheiße nicht mehr. Ich habe das Gefühl, dass er mir eine Liebe gibt, die ich so noch nie erfahren habe. Egal, was er mir verheimlicht. Ich weiß, dass ihm was an mir liegt. Er mag mich. Da bin ich mir sicher. Was auch immer wir über ihn herausfinden, du wirst das durchstehen. Und du wirst daraus lernen und stärker werden. The Fishing Hole. Now. Jetzt ist es das Catfishing Hole. Klingt noch schöner. Hier schlafe ich. Da, Max. Anthony liebt Mark. Er weiß, dass Mark ihn anlügt. Er wollte sich mit ihm treffen. Ja. Das hat nicht geklappt. Mark ist nicht aufgetaucht. Anthony ist fertig. Er hat es satt. Aber er kann sich nicht trennen, weil er verliebt ist. Was machen wir jetzt? Wir müssen herausfinden, wer Mark ist. Wir wissen, dass es zwei Facebook-Profile mit Fotos von Mark gibt. Ein Profil gehört Mark Wells. Da sind kaum Einträge. Das andere Profil ist von Joshua. Und auf dem hat er mehr als 13.000 Follower. Schreib ihm mal. Hallo Josh. Wir brauchen deine Hilfe. Es wäre toll, wenn du mich anrufst. Danke. Der Optimalfall sähe folgendermaßen aus. Josh sieht meine Nachricht, er ruft mich an und Skype mit uns. Dann können wir sicher sein. Wenn er einem Videochat zustimmt und er uns sagt, dass er nicht Mark ist, dann ist er auch nicht Mark. Genau. Hallo? Spreche ich mit Neve? Ja, wer ist da? Hier ist Josh. Wow. Hallo. Ich kenne eure Sendung Catfish. Gibt sich jemand für mich aus? Können wir skypen? Hi. Was geht? Du bist Joshua? Ja. Ich bin Neve. Das ist Max. Hi. Freut mich. Uns auch. Passiert dir das öfter, dass Leute sich für dich ausgeben? Ja, andauernd. Ich bin Party-Promoter und reise viel. Dadurch kenne ich sehr viele Leute. Ich bin das schon gewohnt. Es ist mir ziemlich egal. Viele deiner Freunde sind auch Freunde von Anthony, dem jungen Mann, der glaubt, mit dir zu sprechen. Aber du kennst Anthony nicht. Nein, nicht, dass ich wüsste. Könntest du vielleicht Anthony vor laufender Kamera etwas sagen? Klar, kein Problem. Hey Anthony, ich bin Josh. Ich habe gehört, was passiert ist. Tut mir echt leid. Ich hoffe, dass du findest, wonach du suchst. Viel Glück. Alles klar, danke. Ich danke euch. Damit ist die Akte Profilbild geschlossen. Ja. Aber wer ist Mark Wells? Lass uns die Telefonnummer checken. Das machen wir sonst nie. Los. Ja, na klar. Warte. Ich habe seine Nummer gleich gecheckt. Ich gebe Marks Handynummer bei Spokeo ein. Gut. Wow. Volltreffer. Ist ja krass. Ich werde mal Framel suchen. Hier ist Framel auf MyLife. Mal sehen, was da ist. Da, soziale Netzwerke. Mal sehen, ob sich eine Seite öffnet. Wir sind auf MyLife gegangen und haben unter soziale Netzwerke auf das Facebook-Symbol geklickt. Ja.
Und es hat sich sofort das Profil von Mark Wells mit den geklauten Fotos geöffnet. Daraus können wir jetzt schließen, dass sich hinter dieser ganzen Sache aller Wahrscheinlichkeit nach dieser Framel verbirgt. Mist. Das kann nicht alles sein. Was haben wir vergessen? Er hat sich Framel unterstrich 200 genannt. Gib das doch mal ein. Einfach nur das? Oh, Scheiße. Volltreffer. Du bist so clever, Max. Wow. Das ist er. Oh, shit. Das ist er. Wir können noch nicht hundertprozentig sicher sein, dass er es ist. In diesem Moment. Komm, Alter, er ist es. Seine korrekte, vollständige URL auf MyLife war Framel_200. Die haben wir gesucht und dabei kommen wir zu einem Typen. Der ist 21, schwarz, kommt aus Jackson in Mississippi und hat ein Video gepostet. Ich mag mich. Ich mag alles an mir. Auch meine Zahnlücke, meine verrückten Haare. Das ist er. Oh mein Gott. Oh wow. Wir haben ihn gefunden. Wir haben alles. Ja, wir haben alles. Jetzt müssen wir es nur noch Anthony beibringen. Wir müssen einfach für ihn da sein. Gute Arbeit. Anthony. Was gibt's? Max und ich. Wir müssen mit dir reden und dir ein paar Sachen zeigen. Cool. Wir haben heute ziemlich heftige Infos für dich. Es wäre gut, wenn du versuchst, dich davon nicht allzu sehr runterziehen zu lassen. Bleib einfach entspannt. Ich hab Schiss. Wovor? Vor dem, was ihr mir sagt. Ein paar Dinge sind ganz sicher schräg. Denk dran, wir wollen nur dein Bestes. Okay. Alles klar? Okay. Zuerst ein Video, das wir von Josh haben. Hey, Anthony. Ich bin Josh. Ich habe gehört, was passiert ist. Tut mir echt leid. Ich hoffe, dass du findest, wonach du suchst. Viel Glück. Was geht jetzt in dir vor? Ich fühle mich verarscht. Vom Leben. Ich dachte, ich wäre darauf vorbereitet, aber das war ich nicht. Du hattest große Zweifel. Aber trotzdem hast du gehofft, dass es wahr ist. Und das ist ganz normal. Als nächstes haben wir uns Marks Telefonnummer vorgenommen und sie recherchiert. Dabei sind wir hierauf gestoßen. Ist dir ein Framel bekannt? Nein. Ungewöhnlicher Name. Ja, ziemlich sogar. Wir haben Framel gesucht und das hat uns zu dieser Seite gebracht. Du wirst die Stimme vielleicht erkennen. Ich mag mich. Ich mag alles an mir. Auch meine Zahnlücke, meine verrückten Haare. Wenn du eine kurze Pause brauchst und frische Luft schnappen willst, können wir kurz rausgehen. Ich habe ihm so viel über mich erzählt. Er weiß Dinge über mich, die ich niemandem erzähle. Dieser Pisser hat mich total verarscht. Taschentuch? Danke. Klar. Es
Was soll ich jetzt machen? Ich will es wissen. Ich will mit ihm reden. Ich will ihm gegenüber sitzen und ihn fragen, warum er mich anlügt. Ich kann ihn anrufen und ihm sagen, dass wir es wissen. Das Ganze klappt nur, wenn du ihn anrufst. Ich mache es nicht. Jetzt will ich nicht mit ihm sprechen. Ich rufe ihn an. Bis gleich, okay? Hallo? Yes. Hey, ich möchte mit Framel sprechen. Wie bitte? Müde? No. Nein, ich bin aufgewühlt. Anxious. Durcheinander. Irritated. Es ist mir peinlich, alles auf einmal. Like everything all in one. My name is Neve. Ich heiße Neve und ich mache die Serie Catfish. Sagt ihr das was? I don't know if you've heard of it. Ja, die Sendung kenne ich. Okay. Okay, super. Ich rufe an, weil mich ein junger Mann namens Anthony um Hilfe gebeten hat, weil er eine Beziehung mit dir hat. Kann ich dich in 2 Minuten aus meinem Büro zurückrufen? Aus deinem Büro? Ja, ich rufe dich in 2 Minuten zurück. Well. Ich finde, du hast dich lange genug davor gedrückt. Ich kann dich hören, du mich. Ich sehe keinen Grund, warum du mich zurückrufen solltest. Ich möchte, dass du weißt, dass Anthony am Boden zerstört ist. Du bist es ihm schuldig, ihm die Möglichkeit zu geben, sich mit dir zu treffen und mit eurer einjährigen Beziehung abzuschließen. Ich liebe ihn wirklich sehr. Er ist nicht nur irgendein Bekannter. Ich hoffe, dass wir das gemeinsam durchstehen können. Ich bin dazu bereit. Wenn du mir versprichst, dass du ab jetzt 100%ig ehrlich bist und die Wahrheit sagst, dann kann ich guten Gewissens mit Anthony zu dir kommen. Aber wirklich nur dann. Ich will ihm nicht noch mehr Halbwahrheiten zumuten. Ich verspreche, dass ich die ganze Wahrheit sagen werde. Kannst du noch mal bestätigen, dass ich wirklich mit Framel spreche? Ja. Und du wohnst in Jackson in Mississippi? Ja. Okay. Alright, well. Also dann. Thank you for. Danke, dass du reinen Tisch gemacht hast und ehrlich zu mir warst. Ich melde mich bald wieder und dann sehen wir uns hoffentlich bald. Hopefully meet up soon. Alles klar. Danke. Bis dann, Framel. Okay, Anthony. Bist du bereit? Davon hängt bestimmt ziemlich viel ab, aber ich will es hinter mich bringen. I'm just ready to get it done. All I want is nothing more to hear you knocking at my door. Cause if I could see your face once more, I could die a happy man, I'm sure. All I want is, and all I need is, to find somebody, I'll find somebody true. Wie fühlst du dich? Keine Ahnung, ich bin nervös. Es wird mir erst jetzt richtig klar, dass ich diesen Typen treffen werde, der mir ein Jahr lang was vorgemacht hat. Ich frag mich immer noch, warum er das getan hat und was er davon hatte. Keine Ahnung. Wo wohnt er denn? Das ist ja am Arsch der Welt. Ist es das? Wow. Alles klar. Kann's losgehen? I guess. Ich glaub schon. Jetzt oder nie.
Geht's? Hey. Hey. Fromal? Ja, freut mich. Neve. Nice to meet you. Gleichfalls. Das ist Max. Das ist Max. Fromal. Und Anthony ist da. Hi. Unsere Crew. Obviously. Wie du dir denken kannst, hat Anthony eine Menge Fragen. Und ich auch. Gibt es irgendwas, das du loswerden willst? Ja. Es war nie meine Absicht, jemanden zu verletzen. Du bedeutest mir sehr viel und ich hätte mehr Rücksicht auf deine Gefühle nehmen müssen. Ich finde dich wunderbar als Mensch und liebe dich als mein Partner. Ich würde es gern ungeschehen machen. Ich kann dich nicht mal ansehen, weil ich nicht weiß, wer du überhaupt bist. Ist dir eigentlich klar, wie viel ich in diese Scheiße reingesteckt habe? Als ich im November in Mississippi war, habe ich in dem Restaurant über 2 Stunden auf dich gewartet. Warst du da oder nicht? Ich war da. Ich konnte dir nicht ins Gesicht sehen. Ich war noch nicht so weit. Ich konnte dir noch nicht sagen, dass ich dich absichtlich verletzt habe. Stattdessen hast du mir zugesehen, wie ich mich zum Affen mache und dich 2 Stunden lang anrufe und dich anticke? Findest du das nicht peinlich? Ja, das war's. Ich habe wegen dir viel Scheiße durchgemacht. War das alles nur gespielt oder was? Meine Gefühle für dich waren nicht gespielt. Sie waren echt. Aber das Ding ist, ich wollte dich nicht verlieren. Und vor allem nicht so. Lügst du oft, um dich vor irgendwas zu drücken? Fällt dir das leicht? Oder nur im Netz? Ich habe das Internet als Flucht vor mir selbst benutzt. Ich wollte jemand anders sein. Ich habe mich anders gesehen. Ich wollte nicht Fromal sein. Ich habe mir ein neues Ich ausgedacht. Du hast also nur auf deine Gefühle Rücksicht genommen. Die Gefühle anderer haben dich nicht interessiert. Du hast mich absichtlich getäuscht. Jetzt stehe ich dumm vor meinen Freunden da und vor meiner Familie. Und vor allem komme ich mir selbst total blöd vor. Und das zeigt mir, dass dir niemand wichtig ist. Du denkst nur an Mark oder Fromal oder was weiß ich, wer du bist. Ich muss nicht mehr lügen. Ich weiß, wer ich bin. Du kannst nicht mehr lügen, weil wir dich in die Ecke getrieben haben. Wir haben dich gezwungen, die Wahrheit zu sagen. Du hattest keine andere Wahl. Diesmal konntest du dich nicht rausreden. Das wollte ich gar nicht. Wenn ich allein hier wäre, hättest du dich wieder rausgeredet, so wie jedes Mal. Wenn du mir nicht wichtig wärst, hätte ich nicht eingewilligt, mich mit euch zu treffen. Aber ich wollte mich wenigstens persönlich bei dir entschuldigen. Ich bin Mann genug zu sagen, dass ich Scheiße gebaut habe. Du hast nichts falsch gemacht. Ich habe Scheiße gebaut. Und ich habe jemandem wehgetan, an dem mir viel liegt. Das kannst du glauben oder nicht. Du kannst mir nicht sagen, was ich zu fühlen habe. So ein Blödsinn, mir reicht's. Ich sehe mal nach ihm. Ich bin sauer. Ich würde ihm am liebsten eine reinhauen. Kein Wunder. Er labert Scheiße. Egal, was ich frage, er will sich rausreden. Was hattest du dir erhofft? Ich hatte mir gar nichts erhofft. Ich habe mir das schließlich selbst eingebrockt. Aber ich liebe ihn wirklich mehr, als ich in Worte fassen kann. Keine Ahnung. Ich weiß es nicht. Hallo? Hallo, Fromal? Ja? Wir haben immer noch viele Fragen und wollten wissen, ob wir noch mal bei dir vorbeikommen können. Ja, das wäre super. Okay, ciao. Ich glaube, du kannst ihm jetzt helfen, daraus zu lernen.
damit er sowas nicht nochmal macht. Hey. Hi. Wie geht's? I'm good. Gut, kommt doch rein. Hello. Hey. Hi, ich bin Max. Wie geht's? Hi, Max. Wie heißt du? Stephanie. Stephanie und? Ligarius. Ligarius. Genau. Would you guys say you're really seid ihr enge Freunde von Fremel? Ja. Ich kenne Fremel aus der Highschool. Yeah. Stephanie war meine Mitbewohnerin. Wir waren die ganze Zeit ein Trio. Ja, genau. Was wisst ihr beide über seine Beziehung zu Anthony? Fremel's relationship with Anthony. Tja, er hat ständig von ihm geredet. Ich habe ihn gefragt, wann er uns Anthony mal vorstellt. Daraufhin habe ich ihn von dem Mark Wells-Profil erzählt. Genau. Das Problem ist, dass er Anthony ein ganzes Jahr lang etwas vorgemacht und ihn ständig angelogen hat. Gestern hat er reinen Tisch gemacht. Aber Anthony weiß nicht, was er ihm überhaupt noch glauben soll. Ich habe eher ein Problem damit, dass er nicht dazu steht. Ich habe den Eindruck, dass alles gelogen war. Ich weiß nichts über dich. Wenn dir Anthony so wichtig ist, wie du sagst, dann sei ehrlich. Ich habe schon gesagt, dass ich dazu stehe. Du hast nichts falsch gemacht. Es war mein Fehler. Es war sehr unreif von mir. Ich hatte eine scheiß Lebenseinstellung und ich hätte dich da nicht reinziehen dürfen. Ich will einfach nur, dass du einmal aufrichtig bist. Ich will nicht hören, dass du dich als jemand anders ausgegeben hast, weil du kein Selbstbewusstsein hattest. Steh dazu, dass du die ganze Zeit ein Arschloch warst. Ich lasse mich von dir nicht runterziehen. Ich habe gesagt, dass ich damals alles scheiße fand. Das ist nicht mehr so. Finde dich damit ab. Rede nicht so mit mir. Mir ist egal, ob ich in deinem Haus sitze. Wenn du mir so blöd kommst, hau ich dir trotzdem eine rein. Ich bin nämlich stinksauer. Echt jetzt. Beruhige dich. Egal, wie sauer du bist. Als Erwachsener sollte man sich beherrschen können. Jungs. Egal, wie sauer man ist. Nein, ich beruhige mich nicht. Ich bin ihm nicht blöd gekommen. Aber wenn er mir eine reinhauen will, bitte. Steh endlich dazu. Das tue ich. Du versuchst immer noch, Ausreden zu finden. Du willst mir nicht glauben. Ja, weil du ein Lügner bist. Nichts weiter. Jungs, warum bist du dann hier? Okay, ich verzeih dir. I'm good. Vergiss es. Ich verstehe, dass du so ausgeflippt bist. Aber ich möchte nicht, dass du mit einem unguten Gefühl gehst. Und ich will auch nicht, dass er jetzt denkt, dieses Arschloch hat mich angeschrien und mir gar nichts geglaubt. Der kann mich mal. Ja, gehen wir wieder rein. Ich möchte mich entschuldigen, weil ich respektlos war und laut geworden bin und geflucht habe. Das tut mir leid. Und ich entschuldige mich auch dafür, dass ich nicht zugehört habe. Ich werde mir anhören, was du zu sagen hast. Nichts wird dich wirklich trösten können. Aber ich werde tun, was in meiner Macht steht. Denn mir liegt sehr viel an dir. Ich will nicht, dass du dein Leben lang denkst, dass dich jeder anlügen wird. Denn ich habe einen riesen Fehler gemacht und nicht über die Konsequenzen nachgedacht. Ich liebe dich wirklich sehr. Ich werde all deine Fragen beantworten. Die große Frage ist, glaube ich, wer bist du?
Ich bin Framel. Und ich wurde am 19. Februar geboren. Als ich 12 war, hatte ich einen Unfall. Und musste danach x-mal operiert werden. Ich konnte nicht laufen und nichts selbstständig machen. Ich konnte nur liegen und essen. In der Zeit habe ich viel zugenommen. Und danach ging es mir auch sehr schlecht. Immer wenn ich in den Spiegel sah, dachte ich, ich hasse mich. Ich dachte, ich sei nichts wert. Das war eine prägende Zeit. Und auch danach habe ich sehr viel gelitten. Denn dass ich Jungs mochte, war total schlimm. Für mich und auch für meine Familie. Schwul zu sein war für uns eine Sünde. Das alles hat mich immer mehr verwirrt. Und ich wollte einfach nicht der sein, der ich war. Ich habe alles in mich reingefressen. Als ich Anthony kennengelernt habe, hatte ich jemanden, mit dem ich reden konnte. Er war immer für mich da. Und ich habe ihm sehr viel anvertraut. Die Bilder waren nicht echt. Aber was ich gefühlt und gesagt habe, das war echt. Das war alles echt. Ich hoffe wirklich, dass du mir verzeihst, damit ich das hinter mir lassen kann. Ich kann es nicht anders ausdrücken. Ich nehme deine Entschuldigung an und verzeihe dir. Ich wollte die Wahrheit rausfinden. Das hat ja auch geklappt. Es geht mir jetzt besser. Das war wichtig für mich. Dass mir ein wunderbarer Mensch verzeiht, ist mehr, als ich je erwarten konnte. Ich bin dankbar und freue mich, dass ich das jetzt hinter mir lassen kann. Ich will ein Foto von euch machen. Okay. Hat mich gefreut. Je mehr Umarmungen, desto besser. Bye, Framel. Bye. Zwei Monate später. Yo. Yo. Hi, guten Morgen. Guten Morgen, wie geht's? What's the forecast for Wie sind die Aussichten? Was willst du in Zukunft so machen? Ich lasse mir Zeit und überstürze nichts. Ich muss erst mal an mir selbst arbeiten. Anthony muss den Verlust von Mark noch verarbeiten. Vermisst du Mark? Vermisst du dich jemandem anvertrauen zu können? Irgendwie schon, aber ich denke eher daran, wie sauer es mich gemacht hat. Es hätte also nichts Besseres passieren können, als die Beziehung zu beenden. Ja, ich habe dadurch viel über mich gelernt. Anthony hat noch nicht wieder mit Framel gesprochen. Hey, Framel. Hey, Framel. Hi. Wie geht's? Mir geht's gut. Framel ist jetzt nur noch als Framel online. Ich hatte Angst davor, was andere über mich denken würden. Aber die Reaktionen waren gar nicht so negativ, wie ich dachte. Ich habe im Moment sogar einen Freund. Er ist für mich da. Und ich glaube, das brauchte ich. Framel hofft, dass er und Anthony irgendwann Freunde sein können. Vermisst du Anthony? Ja, sehr. Es vergeht kein Tag, an dem ich nicht an ihn denke. Aber ich kann nicht ewig trauern. Das Leben geht weiter. Gut zu hören, dass du die Kurve gekriegt hast. Viel Glück mit deiner ersten echten Beziehung. Danke. Ciao, Framel. Ciao. Mach's gut. Bye, Framel.
Ich denke ständig an sie. Aber in wen habe ich mich da wirklich verliebt? Hast du ihr Geld gegeben? Meine Kontodaten. Geht's noch? Das ist sie. Das ist dieselbe. Wird Ramon das überraschen? Eher schockieren. Wer ist da? Neve. Kennst du die Sendung Catfish? Aufgelegt. Hallo Leute. Willkommen im Wilden Westen. Ich kann ihn riechen. Lass dich bloß nicht hier blicken, Neve. Du elender Yankee. Zeig dich. Frieden, wir treffen uns in der Mitte. Wir sehen uns in der Hölle.